Wir schreiten eifrig auf März zu. Wir schreiten auf die Osterferien zu. Wir wissen noch nicht, ob in den Osterferien etwas umgesetzt werden kann. Wir hoffen es so sehr, aber erstmal sind wir online. Und das machen wir mit großem Genuss. Und zwar morgen gibt es nämlich was Einmaliges, was Thomas noch nie im Leben gemacht hat. Thomas. Naja, noch nie im Leben. Vielleicht, weiß ich nicht so genau. Die größte Aufgabe morgen wird sein, das Wort Stala, Flam, Prera, Biqui aufzusagen und das dreimal ganz schnell hintereinander. Das muss man sehr lange üben und sehr intensivieren, damit man das gut kann. Das wird ein bunter Quiz und unter anderem Bingo-Abend. Ihr könnt euch also bereit machen auf große Taten und große Freude. Das wird ganz schön. Da kann man sich anmelden. Entweder auf Instagram schreibt man uns eine Direktnachricht oder eine E-Mail steht auf diesem schönen Plakat, findet ihr auch auf Instagram. Oder ihr schreibt mir eine WhatsApp, falls ihr meine Handynummer habt oder so. Das wird also ganz schön. Morgen Abend 20:15, beste Uhrzeit, um am Stala Flam Prera Biqui teilzunehmen. Jawohl. Was passiert denn Sonntag, Simon? Sonntag passiert Folgendes, dass wir von Peter, Fenja und Arne, wenn ich richtig liege, Songs bekommen haben. Und ich, Walter und Peggy raten, also wer von wem welcher Song ist. Peggy bekommt die ganzen Songs und wird sie uns dann vorstellen und dann raten wir, von wem was ist. Das wird ganz spannend. Und was ist Montag, Giovanni? Ja, am Montag zeigen wir euch erstmal einen richtig geilen Livestream, den Lando und ich aufgenommen haben. Und im Anschluss daran sprechen Lisa und ich über diesen Livestream. Das Ganze beginnt dann ab 19 Uhr mit dem Livestream und so ab 20 Uhr sind dann Lisa und ich dabei und sprechen über den Livestream. Ja, und Helena, was ist am Dienstag? Genau, am Dienstag spielen wieder Secret Hitler. Nein. Und dann werden wir an der Nein. Tür geklopft. Ja, auf jeden Fall. Spielen wir Secret Hitler und dann müssen wir herausfinden, wer liberal und wer faschistisch ist. Und die müssen dann wieder ihre Gesetze durchbringen. Genau. Und was spielen wir am Mittwoch, Silvia? Ja, am Mittwoch da sind wir in ein Geisterhotel gegangen. Das ist schon passiert, aber wir fanden das so sehenswert, dass Let's Play, es wird ein dreiteiliges Let's Play von einer Box, die heißt Game Adventures und das ist das Grand Hotel Abaddon. Und da seht ihr Fenja in Bestform im Kombinieren und Verstehen von Materie. Und Walter, Chrissy und ich gucken eigentlich nur neidisch zu. Ja, dafür ist der Mittwoch eigentlich auch ganz gut geeignet. Und das machen wir dann. Fragen? Donnerstag? Donnerstag ist natürlich wieder Talk, Talk, Talk. Seid mit dabei und ratet wieder die komischen Websites mit, also was das überhaupt soll da auf dieser Website, die wir da raten werden. Und dann gibt es wieder die großen fünf, da müsst ihr natürlich wieder mit dabei sein. Vielleicht haben wir auch einen Special Guest am Start, aber wir hatten letzte Woche so einen specialigen Guest, dass es schon schwierig wird, das zu übertoppen. Da müsst ihr auf jeden Fall wieder mit dabei sein und euch ansehen oder anhören, wie Silvia und ich da was zum Besten geben. Und am Freitag werden Sachen in Töpfen heiß gemacht. Ist das richtig, Chrissy? Genau, Freitag freuen wir uns natürlich wieder auf ein unglaublich großes kulinarisches Feuerwerk von Thomas, Walter, Arne und Malte, den vier besten Köchen auf diesem Planeten. Ich bin wie immer sehr gespannt, was es gibt. Wahrscheinlich wird sich das Format wieder ein bisschen ändern zum letzten Mal. Vielleicht gehen wir wieder zurück zum alten, klassischen, traditionellen Modell. Wir werden sehen, was passiert. Auf jeden Fall wird es natürlich großartig. Ihr werdet was Neues kennenlernen bei uns. Und es wird den Leuten bestimmt gut schmecken, wenn ihr es nachkocht, euch bestimmt auch. Dafür gibt es auch die Möglichkeit. Silvia wird dann wieder rechtzeitig bis dahin eine Einkaufsliste rumschicken und dann kann jeder mitkochen, der Bock hat. Genau, ansonsten immer wie immer auf Twitch und YouTube, Evangelische Jugend haben in Pyrmont, einfach googeln, dann seid ihr dabei. Wir freuen uns ganz doll auf euch. Ja, und eine Sache, die wir natürlich nicht vergessen dürfen, weil das ist so wichtig, dass ich jedes Mal wieder vergesse, wenn es Ende des Monats ist. Wir haben einen Spirit at Work für euch. Der wird ab 18:30 Uhr nächsten Freitag bei YouTube reingestellt. Da könnt ihr natürlich auch beliebig lange danach noch gucken, wie ihr eh alles beliebig lange noch gucken könnt. Und zwar ist dieser Spirit von Norman Lai aus Bad Pyrmont und heißt: Er liebt sie, sie liebt ihn. Musik untermalt von Nick Marchmann. Glaubt es gar nicht. Wird traumhaft schön. Also erst der Spirit und dann geht's kochen. Ich glaube, das lohnt sich. Und nicht nur der Freitag.
auch jeder andere Tag. Okay, noch viel zu unserem Wochenprogramm. Bis bald, wir sehen uns live. Tschüssi.